Magic Science und der Mischa, der heute hier ist. Möchte ich zeigen, was passiert, wenn man zwei Kugeln zusammenschlägt, dass es eine hohe Temperatur gibt. Und dann zeigen wir noch, wie wir früher Eisenbahnschienen geschweißt haben. Zwar nicht hier, tun wir nicht schweißen, aber wir zeigen, was für eine Reaktion das gegeben hat. Jetzt als erstes könntest du vielleicht mal das Blatt haben. Ja, vielleicht unten und oben. Vielleicht ein bisschen gegen mich kehren. So. Und wir tun jetzt noch mal zwei Kugeln zusammenschlagen. Und schmeck mal dran. Das schmeckt nach verbrannt, gell? Mhm. Und man sieht das auch ganz gut. Es hat Brandlöcher drin. Schmeckt auch verbrannt. Und für das überhaupt können zu machen, braucht es Temperaturen, die bei 1000 Grad liegen. Das heisst, punktuell gibt es so viel hohe Temperatur, aber das Papier fängt natürlich nicht an zu brennen, wegen dem, weil es ja auch sehr schnell wieder abkaltet. Und früher, wenn man zwei Eisenbahnschienen hatte, die man zusammenschweissen wollte, dann hat man zwischen eine Mischung hier von Thermit, nennt sich das. Und das ist Eisenoxid, eben Rost, schau, so wie die Kugel gerostet ist, oder fühlst du auch. Und mit Aluminium. Und wenn man das hat angezündet, also man hat eine gewisse Hitze gebraucht, dann hat sich daraus Eisen ergeben und dann die zwei Eisenbahnschienen zusammengeschweißt. Was wir jetzt zusammen probieren ist, ob wir können schauen, wie die Reaktion aussieht, ob wir die können auslösen können, indem wir mal so eine Kugel mit etwas Aluminium umwickeln. Und hier hinten dran hat sie auch Rost. Und jetzt, wenn wir die über die Kante von diesem Fäust ausschlagen, können wir vielleicht Funken sehen. Jetzt haben wir ein bisschen schöne Funken. Also jetzt hat sogar ein bisschen geklopft. Also, du hast gesehen, das, was die Funken gegeben hat, das war nicht dort nur gesehen, weil wir einfach zwei Kugeln zusammenschlagen. Wenn ich das zusammenschlage, dann passiert gar nichts. Sondern das hat hier mit dem Rost, der auf der Kugel ist, und mit dem Aluminium aufgrund von der hohen Hitze eine Reaktion gegeben. Und wo gehen wir schauen, wenn wir es noch genauer wissen wollen? Magic Science.ch. Genau, auf magicscience.ch.